Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil. Ja, genau, Resident Evil, genau das ist das Spiel. In der letzten Folge haben wir den Schlüssel bekommen vom, wie hieß das Ding? Diesen Rüstungsschlüssel, ihr wisst, was ich meine. Ach komm. Du hättest ihn treffen können, Bitch. Das ist doch nicht wahr. Er hat halt auch einfach keine Munition mehr. Okay, so war das nicht geplant. Wie sieht's gerade gesundheitsmäßig aus? Warnung, ja toll. Kann ich mich hier eigentlich noch bedienen? Sie können ihre Wunden nicht mehr behandeln, ja toll. Die haben wir schon ausgenutzt. Ja, dann machen wir es von nun an halt auf diese Weise. Wir müssen jetzt erstmal Türen finden, wo wir das Ganze benutzen können. Steht der wohl nochmal auf? Jetzt steht er nicht mehr auf. Gut, ich bin gerade am Überlegen, war hier unten nicht auch Rüstungsdingens? War das nicht? Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Perfekt. Okay. Ich hoffe, hier ist nirgendwo jemand, der mich anfällt. Darauf hätte ich gerade nicht so Bock. Hallo. Okay. So. Ach komm, als ob das nicht klar gewesen wäre. Ach komm. Das finde ich nicht so fair. Ist hier noch irgendwas? Da war doch noch irgendwas unterm Schreibtisch. Tagebuch des Wächters. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Alias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumt ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai. Moment. 9. Mai, 10. Mai. Okay. 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai 1998. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen und machen nie Urlaub. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 1998. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Sie haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 1998. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich muss den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Man merkt, dass einige entkommen waren. Okay.
Dann wissen wir jetzt, wer uns schon mal angegriffen hat. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt. Und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai 1998. Fieber weg, alles juckt, Hunger, esse Hundefutter. 21. Mai 1998. Juckt. Scott kam hässlich, hab ihn gefesselt, lecker. Piert, juckt, lecker. Okay. Verstörend. Okay. Voll hochprozentigem Alkohol, ja, kann man sich mal gönnen. Wir könnten ein paar Kräuter gebrauchen. Ich glaube, ich fange jetzt echt mal an, die zu sammeln, sonst ist hier bald Ciao Kakao. Ach komm. Ich sag nein. Hier gehen wir jetzt noch nicht lang. Ich würde mich halt erstmal gern heilen, bevor ich irgendwie jetzt hier noch irgendwie... Okay, ein Dolch ist günstig. Wo geht's dahin? Bitte nicht wieder auf so einen fetten Flur, lieber so eine Abstellkammer oder so. Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Sonst ist hier irgendwie nichts. Ich habe gerade überlegt, dieser eine Stein war ja blau. Wenn wir jetzt noch einen gelben finden, müssen wir die da vielleicht einsetzen oder so? Da ist nur jemand an der Scheibe, das ist nicht schlimm. Geht's hier in den Keller? Ich hoffe nicht. Ich fühle mich halt echt unwohl. WTF? Oh oh. Das wird mich safe umbringen. Ich würde sagen, wir heilen uns erstmal. Ich glaube, das ist das Schlauste, was wir jetzt machen können. Von hier kam ich, oder? Wir laufen erstmal irgendwie hoch. Da müssten sogar noch irgendwo Kräuter gewesen sein. Gar nicht so weit weg. Oder? Waren hier nicht sogar bei der Treppe noch welche? Nein, das war nicht hier. Aber wir können ja auch das Erste-Hilfe-Spray benutzen, was es noch gab. Ja, aber da ist halt auch wieder die Sache. Das ist, glaube ich, besser, wenn da... Obwohl, es ist schon rot. Es ist schon rot. Ich wollte sagen, das benutze ich am besten erst, wenn da... wenn das schon richtig rot ist, aber... wir machen einmal kurz den hierher. Genau, das hat er jetzt getauscht. Dann gehe ich jetzt wieder hier rein. Verwende das einmal. Jetzt ist er wieder gesund. Das kann ich schon mal hiermit kombinieren, aber dann bleibt genau einer über. Aber den Schlüssel nehmen wir trotzdem wieder mit. So. Perfekt. Okay, jetzt sind wir gewappnet für den weiteren Kampf. Oh Mann. Es ist schon spannend.
Das war ja dieser komische Müllraum. Dann gehen wir mal hier rein. Was erwartet uns hier? Irgendwie ist es mir manchmal doch lieber, dass die Türen verschlossen sind, als dass sie offen sind, muss ich gestehen. Moment. Aha, okay, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Das macht wesentlich mehr Sinn. Obwohl, ich kann noch mal kurz gucken, was dieses komische Ding da ist. Wenn ich das vielleicht auf Rot stelle, bringt mir das vielleicht irgendwas. Wie oft ich jetzt durch diese Tür durchgegangen bin, richtig nötig. Immerhin wissen wir jetzt, wo wir waren. Die war ja von der anderen Seite verschlossen, glaube ich, und jetzt haben wir sie aufgeschlossen. Perfekt. So, hier muss ich lang und jetzt da muss ich lang. Hier ist nicht noch irgendwo eine Tür, oder? Nö. So. Es erinnert mich halt schon so ein bisschen an Evil Within, muss ich sagen. Okay. Ja, auf welcher Farbe möchten Sie Schalter stellen? Ich würde sagen rot. Ich weiß nicht, was soll ich denn hier machen? Okay, er schlägt mich. Okay. Das bringt schon mal nichts. Ich weiß nicht, was hat grün gebracht? Hier sind Kräuter, die hätte ich gern. Aber ich kann nicht mehr Objekte tragen. Aber Moment, 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 Moment. Vielleicht kann ich es ja doch. Nein, 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 nein. Nein, prüfen muss ich es auch nicht. Kombinieren mit dem hier. Auch wenn ich es nur irgendwie, keine Ahnung, in die Kiste lege, ist es mir halt immer noch mehr wert als der Rest. Ja, wir stellen es mal wieder auf Rot. Es wirkt eher so, als würde sich das Vieh freuen. Komm, wir gehen erstmal weiter. Hier sehe ich erstmal keinen Sinn mehr. Gab ja noch genug andere Türen, die wir jetzt durchsuchen können. Wie sieht es jetzt gesundheitsmäßig aus? Das Ding hat uns ja einmal geschlagen, war aber noch grün. Ja. Wir sind gesund. Hier lang und hier durch. Okay. Ach komm. Also langsam ist es nervig. Was gibt's jetzt hier? Eine Bar, okay. Sie riecht angenehm, wie guter Wein. Da liegt doch aber was.
Das ist, glaube ich, nur ein Farbband, aber trotzdem. Ein kostspieliger Flügel. Hä? Okay, dahinter ist anscheinend eine Tür oder so. Nein, ein Buch. Oder was auch immer das ist. Ja, wir müssten mal was ablegen. Die Dings ist ja sogar gar nicht mal so weit weg, die Truhe. Was ist hier noch? Was ist das? Zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Der sieht aber ein bisschen anders aus. Also das Haus. Die Kiste ist doch quasi nur zwei Türen weiter, oder? Oder irre ich mich gerade? Nee, ich meine, da ist eine. Hier durch und jetzt einfach hier durch. Irgendwo. Da. So, jetzt ist hier der Müllraum. Ich hoffe, der steht nicht auch wieder auf. So. Ich möchte eigentlich schon ganz gern den Schlüssel behalten. Aber ich muss sowieso gleich nochmal wiederkommen. Wegen dem Farbband, deshalb kann ich den mal eben kurz ablegen. Das sollte klappen. So, jetzt laufen wir wieder hier durch. Und wieder hier durch. Langsam klappt's doch. Auch mit der Orientierung. So, das war ja jetzt hier. So. Das Farbband nehmen wir mit. Das sind wahrscheinlich wieder drei. Wie er jetzt einfach so fast aus dem Bild raus ist. Schon ein bisschen lustig. Da lang? Nein, nein, mach nicht diesen. Nein, du sollst da lang gehen und ich jetzt genau. Ist das eine Tür? Nein, das ist ein Bild oder so. Hä, er hat's da schon weggeschoben. WTF? So, was ist das? Notenblatt mitnehmen, ja. Kann er Klavier spielen? Das brauchen sie jetzt nicht. Moment, ich will eigentlich ganz gern in diese und jetzt das hier noch mal probieren. Nö. Das Spiel will mich mal wieder trollen, aber getrollt wird nicht. Also raus hier. Dann bringen wir den Kram jetzt noch weg. Und ich glaube, es ist einfach mal wieder an der Zeit zu speichern. Wir gönnen uns mal wieder einen Speicherstand. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch mit der Folge. Würde ich behaupten. Also wirklich, also Resident Evil im Moment aufzunehmen, macht einfach so viel Spaß. Man ist schon die ganze Zeit so selbst am Rätseln und so. Und das Einzige, was halt echt nervt, ist die Steuerung. Und ich muss sagen, ich habe mir von der Grafik auch ein bisschen mehr erwartet, aber ja.
hoffe mal, dass das in Resident Evil 2, da kommt ja auch bald ein Remake, dann besser wird. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist. Das packen wir jetzt einfach mal hier hin. Dann speichern wir einmal. Ging das hier nicht? Das ist doch eine Schreibmaschine, genau. Eine alte Schreibmaschine. Sie können ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden. Definitiv. So. Gut. Medizinischer Lagerraum. Moment. Ist da. Was, sagt dir das irgendwas? Nein. Haben wir ja gerade erst gemacht. Gut. Dann kommt das wieder in die Kiste, beziehungsweise zu den anderen. So, 9 haben wir jetzt. Also 9-mal können wir noch speichern. Ich würde sagen, wir setzen den Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Über eine Bewertung und ein Like freue ich mich wie immer sehr. Eine Bewertung und einen Kommentar meinte ich natürlich. Ja, bis dahin.